Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, auch heute besprechen wir wieder Themen, die in der digitalen Welt genauso wichtig sind wie in der analogen. Wir sprechen über Bürgerrechte und Grundrechte im Internet und heute im Besonderen über ein Abkommen, das quasi schon so gut wie durchgewunken ist. Es ist ein Abkommen, das den transatlantischen Austausch von Daten in einen neuen Rechtsrahmen zwängen soll, um eben auch grenzüberschreitende Strafverfolgungen zu erleichtern. Bisher konnte die USA ohne besonderen Schutz von personenbezogenen Daten auf viele Bank- und auch Reisedaten europäischer Bürgerinnen und Bürger zugreifen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen hier an dieser Stelle. Ob das neue Abkommen, so war es ja eigentlich gedacht, unsere Grundrechte wieder stärkt, das weiß Alexander Sander. Er hat sich mit diesem ausführlich auseinandergesetzt. Tag nochmal. Hallöchen. 2010 hat man angefangen, an diesem Abkommen zu arbeiten. Seitdem ist verhandelt worden zwischen den USA und Europa. Jetzt ist dieses Abkommen fertig. Was steht denn nun drin? Hat sich das lange Verhandeln gelohnt? Leider hat sich das lange Verhandeln nicht gelohnt. Aha. Also das konnte man auch fast schon ein bisschen erwarten. Wie gesagt, die Verhandlungen haben sich ewig lange hingezogen. Das lag vor allen Dingen daran, dass die USA nicht wollten, dass dann europäische Bürgerinnen und Bürger in Amerika vor Gerichten klagen können, wenn jetzt mit ihren personenbezogenen Daten Schindluder getrieben wird. Das hat man jetzt ein Stück weit entschärft, das hat man ein Stück weit ändern können, aber es ist natürlich immer noch nicht ausreichend. Das bedeutet zum Beispiel im Detail, dass jetzt eben, wenn meine personenbezogenen Daten für Ermittlungszwecke im Bereich schwere Kriminalität und Terrorismus an amerikanische Ermittlungsbehörden gehen, dort verwendet werden und dann sich zum Beispiel herausstellt, dass da falsche Daten übermittelt wurden und ich die gerne korrigieren möchte, dann kann ich, wenn die USA das nicht machen, jetzt eben vor einem amerikanischen Gericht dagegen klagen, aber die Amerikaner haben die Möglichkeit, also die Ermittlungsbehörden dort zum Beispiel zu sagen, nö, das betrifft einen Fall der inneren Sicherheit, deswegen darfst du gar nicht wissen, welche Daten wir über dich haben und dann kann man natürlich auch nicht klagen. Mhm. Dabei war das ja eigentlich der Punkt, warum verhandelt wurde, also den europäischen Bürgern eine gewisse Rechtssicherheit zu verschaffen, wenn es eben darum geht, in Amerika auch vor Gericht zu gehen und zu sagen, hier Freunde, stopp, hört auf, Schindluder zu treiben mit genau. meinen Daten. Also praktisches Beispiel, es gibt ja zum Beispiel dieses Fluggastdatenabkommen, wo man eben Fluggastdaten sammelt pro Flug, pro Passagier, 60 Einzeldaten, da ist dann eben gespeichert, wer neben wem sitzt, was man isst, wie viel Gepäck man dabei hat und so weiter und so fort. Ich fliege jetzt in die USA, dann werden diese Daten dort für 15 Jahre lang auf Vorrat gespeichert und wenn da jetzt zum Beispiel drinne steht, ich habe was ganz anderes gegessen als das, was ich eigentlich bestellt habe, dann könnte ich jetzt eigentlich da hingehen und sagen, hier, ich habe was anderes auf dem Flug gegessen, bitte korrigiert meine Daten. Und da ist jetzt eben dann die Frage, wie das tatsächlich funktioniert. Also als allererstes mal muss man Geld bezahlen dafür, dass eben so eine Auskunft einem gegeben wird. Also beziehungsweise es besteht die Möglichkeit, dass da Geld dafür verlangt werden kann. Das darf nicht exorbitant hoch sein, ist also auch überhaupt nicht definiert, wie viel Geld das jetzt am Ende des Tages kosten soll. Und dann bezahlt man und dann entweder sagen die, ja, ich gebe dir die Daten, du kannst schauen, dann kann man die korrigieren. Oder aber die sagen, betrifft einen Fall der inneren Sicherheit, sagen wir dir nicht, Pech gehabt. Und genau an dieser Stelle hat das Abkommen eben keinen Riegel vorgeschoben und hat nicht gesagt, Freunde, auch mit der inneren Sicherheitsausrede kommt ihr nicht drum rum, die europäischen Bürgerrechte quasi zu achten. Genau. Also ich verstehe natürlich schon, dass es dann, wenn man zum Beispiel in einem aktuellen Ermittlungsfall ist, dass man dann die Daten nicht rausrücken kann. Aber hier hätte man ja zum Beispiel eine unabhängige Kontrollinstanz installieren können, einen Mittler zwischen den Ermittlungsbehörden und eben den Betroffenen, die dann entscheidet, ist denn dieser Fall, in dem jetzt zum Beispiel ermittelt wird, so relevant, dass die Daten nicht rausgegeben werden können. Wenn die Ermittlungsbehörden dasselbe machen, ist das so ein bisschen wie wenn ein Hund auf eine Wurst aufpasst. Ja. Ja. Und ein anderer Fall ist zum Beispiel auch, dass die Daten, wenn sie einmal in Amerika sind, auch noch an Drittstaaten weitergegeben werden können. Also die Amerikaner können dann zum Beispiel hergehen und können die Daten dann an Japaner oder Kanadier oder an sonst wen auch nochmal weitergeben. Und hier wird gesagt, dass der Staat, aus dem die Daten kommen, also in dem Fall zum Beispiel jetzt Deutschland, vorher gefragt werden muss, dürfen die Daten jetzt auch an Japan weitergegeben werden. Immerhin. Aber in der Vergangenheit wissen wir nämlich... Ich habe mich schon gefreut, da ist doch was Tolles drin gestanden. Genau, das ist klingt auch erstmal sehr gut, aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Amerikaner sich nicht daran halten. Also auch beim Fluggastdatenabkommen zum Beispiel wieder gibt es so eine Klausel und die Amerikaner haben aber ohne vorher den anderen Staat zu fragen die Daten weitergegeben. Klarer Vertragsbruch, aber hier ist zum Beispiel auch die Kommission in keinster Weise tätig geworden. Das hat man einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ist ja nicht so schlimm. Also hier merkt man auch, dass die Amerikaner das gar nicht wirklich ernst nehmen, solche Klauseln in einem Vertrag und dass dann auch keine Sanktionen drohen. Ja, man sagt ja in dem Fall, oder es gibt ja einen Unterschied zwischen wir verpflichten die Amerikaner das und das zu tun oder die Amerikaner verpflichten sich, das zu tun. Das heißt nämlich im Endeffekt,
Endeffekt oft gar nichts passiert. Und das ist eben das große Problem, ja, dass hier also so einem Abkommen im Grunde zugestimmt wird, wo man weiß, dass es auch größtenteils wahrscheinlich rechtswidrig sein wird. Es ist ja relativ ähnlich wie mit diesem Privacy Shield Abkommen, was auch vor kurzem abgestimmt wurde. Da ging es darum, dass die Unternehmen, die amerikanischen Unternehmen, die unsere Daten sammeln, eben zum Beispiel die Daten an Geheimdienste weitergeben, das gegen europäische Grundrechte verstößt. Jetzt ist es so, dass wir ein Abkommen darüber schließen, dass die Daten ohne den Umweg über die Unternehmen direkt zu den Geheimdiensten gehen zum Beispiel. Und da regt sich keiner darüber auf. Mhm. Also deswegen haben zum Beispiel die Liberalen und die Linke Fraktion im EU-Parlament einen Antrag gestellt, das Abkommen zum EuGH zu schicken und überprüfen zu lassen. Da sind wir doch wieder beim EuGH. Und hier findet sich aber merkwürdigerweise im EU-Parlament eben keine Mehrheit dafür. Also morgen ist die Abstimmung. Es wird wahrscheinlich eben das Abkommen durchgewunken. Und das verwundert uns eben schon sehr, dass hier eben das Europäische Parlament sich nicht für den Grundrechtsschutz von europäischen Bürgerinnen und Bürgern einsetzt und zumindest mal den EuGH vorher fragt und sagt, wenn man 6 Jahre verhandelt hat, dann kann man auch noch ein Jahr auf dem EuGH warten, um eben Rechtssicherheit hier auch für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg zu bringen. Und dass man das nicht macht, ist für uns nicht nachvollziehbar. Ja, und es ist für mich auch immer wieder merkwürdig, dass man das Gefühl hat, egal bei welchen Verhandlungen zwischen den USA und Europa, dass die USA offensichtlich die besseren Anwälte mitbringen an den Tisch oder dass sie die besseren Druckmittel haben, um den Europäern eben dann doch zu sagen am Ende des Tages, wo es lang geht. Denn reingehen tut man in diese Verhandlungen ja immer mit dem Ziel, das Bestmögliche rauszuholen für die Bürgerinnen und Bürger in Europa. So richtig funktioniert das aber nicht in den letzten Jahren. Also das ist ja nicht das erste Abkommen, wo das nicht so richtig funktioniert. Das Ding ist ja auch, dass diese Abkommen immer im Geheim verhandelt werden. Selbst zum Beispiel das EU-Parlament weiß nichts über den Verhandlungsstand, bis dann eben ein Text fertig ist. Und dann kommt die Kommission und sagt, ja, der Text ist fertig, jetzt take it or leave it. Also ja oder nein. Ja. Man kann nichts mehr dran ändern. Und das ist natürlich auch eine Praxis, die mal grundsätzlich in der EU überdacht werden muss. Wir kennen es von TTIP, wir kennen es von ACTA, wir kennen es eben von den PNR- und SWIFT-Abkommen, wo immer wieder im Geheim verhandelt wird. Und dann wird empfohlen quasi, aus dieser Geheimverhandlung wird eine Empfehlung ausgesprochen ans Europäische Parlament, die dann heißt, stimmt mal für dieses Gesetz. Wir haben das so lange gecheckt. Genau. Ihr könnt uns da vertrauen. Und das ist ja eigentlich kein demokratischer Entscheidungsprozess. Nicht wirklich. Und wie gesagt, das verhindert natürlich auch jede Form von Diskussion und Debatte über so ein Abkommen. Also wenn man immer nur daherkommt und sagt, wir haben unser Bestes gegeben und jetzt müsst ihr zustimmen, wie soll denn da eine Diskussion darüber entstehen, wie zum Beispiel so ein transatlantischer Datenaustausch tatsächlich funktionieren soll und wie halt beide Seiten dann auch am Ende des Tages sagen können, wir sind mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. Jetzt haben wir den EuGH schon mehrfach erwähnt. Morgen ist, glaube ich, am 1. Dezember ist der Stichtag. Da wird das Ganze quasi im Europäischen Parlament höchstwahrscheinlich durchgewunken. Wie hoch siehst du die Chancen, dass dann eben doch noch eine Fraktion aufsteht und sagt, so sorry Freunde, mit uns nicht. Wie siehst du, bewertest du die Chancen, dass das Ganze eben doch nochmal vom EuGH landet, der ja in letzter Zeit auch dafür bekannt geworden ist, dass er eben sehr genau guckt und dann eben doch auch auf die Bürgerrechte pocht. Also es ist so, dass wie gesagt die Liberalen und die linke Fraktion den Antrag gestellt haben, das zum EuGH zu schicken. Das bedeutet, dass alle anderen Fraktionen wahrscheinlich diesen Antrag nicht unterstützen werden, dagegen stimmen werden und entsprechend auch dafür stimmen werden. Also auch zum Beispiel die Grünen und Sozialdemokraten werden dafür stimmen, was uns doch auch ein bisschen überrascht. Zumindest insbesondere bei der Grünen Partei, dass sie sich eben für dieses Abkommen ausspricht. Und dann ist es natürlich wie immer nur eine Frage der Zeit, bis der Erste eben daherkommt und sagt, wir klagen gegen dieses Abkommen. Und das Problem ist, dass es dann aber wieder jahrelang dauert. Jetzt hätte man eben die Möglichkeit, direkt den EuGH zu fragen. Ja. Es hat in einem Jahr Rechtssicherheit beziehungsweise Klarheit. So ist es erstmal so, dass das Abkommen unterschrieben wird. Dann muss erstmal ein Fall entstehen, wo jemand zum Beispiel eben nicht an seine Daten herankommt, man dann eben klagt und zum EuGH geht und sagt, so wie das im Abkommen steht, funktioniert das alles nicht. Ja. Oder wenn zum Beispiel die Amerikaner wieder die Daten an Drittstaaten weitergeben, ohne das entsprechende Mitgliedstaat zu informieren. Es ist so schade, dass man eigentlich mit guten Grundideen, nämlich eben mit der Idee, dass man auch in Amerika für seine Bürgerrechte als Europäer oder Europäerin kämpfen kann, dass man mit dieser Idee in so eine Verhandlung reingeht und am Schluss hat man einen Haufen Papier vor sich zu liegen, der dann eben überhaupt nicht dazu beiträgt, dass Bürgerrechte gestärkt werden. Ja. So sieht es jedenfalls aus. Leider, leider. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle mal für das kleine Update-Gespräch. Wer noch mehr Infos braucht zum Thema, der kann auf digitalegesellschaft.de gehen. Dort findet ihr noch mal ein paar wissenswerte Fakten zusammengefasst und auch die Kollegen von netzpolitik.org haben sich mit dem Thema schon ausführlich auseinandergesetzt. Da gibt es noch ein paar Texte zu lesen. Kann ich durchaus empfehlen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Gerade ist ja viel los in der digitalen Welt. Wir könnten im Prinzip fast täglich ein Gespräch führen. Auch heute wird es noch weitergehen zum Thema Bürgerrechte im Internet. Johnny Häusler kommt nämlich nachher vorbei. Der hat an einer Charta mitgeschrieben für digitale Menschenrechte, die heute präsentiert wird. Gerade vor 5 Minuten ist das Ding im Netz präsentiert worden. Johnny kommt nachher nochmal vorbei und erzählt uns was dazu. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank, Alexander Sander, und schönen Tag noch. Grüß mir die anderen Verrückten. Mache ich sehr gerne.